Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Need for Speed Underground 2. Wir haben immer die neuen Teile, neue Dachspoiler. Spoiler mich noch nicht. Entschuldigung. Ja, wir machen weiter. Wir haben ordentlich, weiß ich, da haben wir auch ordentlich was zu tun. Genau, ich wollte, letztes Mal habe ich ja gesagt, wollte ich ganz gerne das ja fertig machen. Diesen Abschnitt hier sozusagen. Aber dazu kam ich ja nicht, weil es immer mehr Rennen wurden. Das war ja hier. Das ist ja wirklich so. Es wurden immer mehr Rennen. Was natürlich auch cool ist. Ich hätte aber nicht, dass es noch so lang geht. Ja, wir machen heute weiter. Ich bin gespannt, was heute passieren wird. Hoffentlich stürzt es heute nicht ab. Mal gucken. Mal vielleicht hab ich heute ein bisschen mehr Glück. Vielleicht ist das Spiel heute auf meiner Seite. Hey! Mann! Beweis mit endlich, dass du kein Schwätzer bist. Wir suchen noch ein paar Fahrer. Wenn du dabei bist, kriegst du unsere Streckenkarte. Na los! Mach dann immer stolz. Wenn ich illegal Auto fahre, mache ich eine Mutter stolz. Ah ja, das ist eine Logik von Ihnen, Herr Rennfahrer. Interessant. Ja. Das ist eine sehr interessante Logik. Ja. Wie haben Sie Ihre Eltern stolz gemacht? Ja, indem ich illegale Straßenrennen gemacht habe. Hm. Ja, doch. Doch. Auch eine Unlogik ist immer eine Logik, ne? Fuck, 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 fuck. Nicht Auto. Scheiße. Ich balle. Oh Gott, ich balle mal gegen. Aber ihr guckt, schon krass. Sind jetzt schon bei Folge 27 wieder. Also, man muss das sagen. Die Space gehen so schnell, ne? Oh mein Gott, das ist so krass. Let's Space gehen so schnell vorbei. Machen wir mal einen Abflug. Danke. Ich habe nie gesagt, dass ich fair bin. Ich hab nie gesagt, dass ich ein netter Mensch bin. Oh, ich fahre so gern wie so eine gesenkte. Ah, fuck you! Güte. Nein, ich denke, ich habe mich immer beleidigt, ne? Wir haben schon Güte dazu gesagt. Yes. Ah, fahren wir außen rum. Und das war die dümmste Idee der dummen Ideen. Das war eine sehr dumme Idee. Naja, egal. Lieber eine dumme Idee als gar keine Idee. So. Ja, gegen die Wand baller ich auch noch. Und dann, ach komm, gegen die auch noch. Wenn schon, denn schon. Wenn, dann sollte man auch nicht geizen, damit gegen Wände zu ballern. Warum musste ich das jetzt tun? Warum konnte ich diese Runde nicht einfach so zu Ende fahren, wie ich angefangen bin? Okay, man ballert hier echt überall gegen. Das ist echt widerlich. Ah, ich hätte so einen guten Vorsprung, aber nein, ich musste jetzt ja neue Tricks ausprobieren. Das musste jetzt ja sein. Und einfach dieses Rennen. Das sind drei Runden. Oh, das waren zwei. Und wie, warum dachte ich, das sind zwei Runden? Aber wegen Rundkurs, ja, vielleicht war er bei Need for Speed Most Wanted war das ja so, glaube ich, ne? Da waren die Rundkurse immer zwei Runden. Oder? Weiß ich nicht. Kann auch mal wieder auf zwei kommen. Wenn wir mich am Hirn abgeschaut, dass es zwei Runden sind. Aber gut. Ja, ja, als Maul. Na? Oh, das war jetzt sehr knapp. Ja. Die Runde war jetzt nicht übel. Wow, fuck. Aber viel Gutes dabei. Aha. Na egal. Eine Kackrunde, eine okay Runde und wieder am Ende wieder eine okay Runde. Also okay, Kacke, okay. Kann sich sehen lassen. Ja, natürlich, möchte ich speichern. Das wäre praktisch. Gut, was haben wir eigentlich noch? URL, okay, 5-mal URL, ist egal, das ist jetzt momentan egal. Aber jetzt kann ich auch gucken, URL haben wir noch. Wir haben Rundkurse, 1, 2, 3 Rundkurse haben wir noch.
Drag, zweimal Drag. Nee, zweimal Drag, okay. Zweimal Sprint. Und einmal Street X. So. Okay, aber bevor wir URL machen, müssen wir erstmal die Dinger fertig machen, die Geländewagenrennen. Jetzt sind wir jetzt schon wieder mit der Stufe durch. Ich hätte ja doch mal fertig aufnehmen können. Ups. Ah, wir müssen auch wieder Outrun, Outracer machen. Stimmt, muss ich auch noch denken. Das wäre jetzt eigentlich dumm. Ich mache jetzt ja keinen Outracer, machen wir später, machen wir nach dem Rennen. Weil hier wäre das letzte hier oben, ne? Ja, das letzte Rennen näher da unten. Ja gut, da unten ist er wieder näher der Stadt. Ich mache erstmal das Rennen jetzt, das Outrace. Sonst kommen wieder die dazu. Ich würde sagen, wenn du die Kohle hast, kannst du mitfahren. Aber eine Frage habe ich noch. Der Zirkusdown, dem du die Karriere geklaut hast, vermisst er die nicht schon? Alter, mein Auto sieht wunderschön aus, du. Affe. Was wird das hier? What the fuck? Das war persönlich. What the hell? Was war denn das? Alter, das war persönlich. Da hast du den Hass gespürt. Oh, what the hell? Was war das bitte? Das war hart persönlich. Geil. Die hat aber alle aus dem Leben gekickt. Ah, wie geil. Ah, wie nice. Oh, das war persönlich, Leute. Das war aber das Beste, was ich bis jetzt hier gesehen habe. Aber das war persönlich. Schön. Sehr schön. Ah, wie geil! Paladin da voll weg, ey. Das war hart persönlich. Da kannst du mir nichts anderes erzählen, ey. Der kann ich mir nichts anderes erzählen, dass das hart persönlich war. Der hat richtig aus dem Leben gekickt. Das habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Ich meine, die KI macht manchmal komische Dinge, aber das war jetzt für die KI mal ein ganz neuer Trick. Naja, gut, ist egal. Oh Gott. Wir gewinnen da drin auch so, hoffentlich. Wir haben eben den Trick natürlich noch ein bisschen einfacher, weil wir jetzt wieder die ganze Zeit Erste sind. Wieder ein Taxifahrer. Hoppa. Ja, oh, wie kann man sich denn so dermaßen bescheuert hinstellen? Ah, oh, Mensch, ey. So dämlich, dass du da hart in die Eisen gehen musst. Ja, das finde ich ein bisschen, ne? Diese Kamera, ich meine, können wir jetzt anlassen, weil das Spiel nicht so schwer ist. Aber eigentlich finde ich diese Kamera echt ein bisschen, ja, ich bin kein Fan von dieser Sprungkamera, also den Sprung, den du schön sehen kannst. Immer, es sieht cool aus, das meine ich, aber es ist dann absolut komisch beim Autofahren. Aber, naja, egal. Lass ich jetzt an, weil so schwer sind die Rennen, wie gesagt, nicht. Dass da jetzt, wären sie ein Tick schwerer, dann. Dann müsste ich sie schon machen, oder? Jetzt drückt er mir auf, ja? Ja. Alter, das war knapp. Ja, look, das waren aber die neuesten Fälle, den du eben eingetroffen hast. Ja, gut. Ja. Genau, dann können wir das Event mal machen. Genau, dann können wir runter. Weil dann wäre das hier oben, wenn alles mal fertig, dann muss ich hier nie nicht mehr hochfahren. Für die Stufe zumindest.
dann können wir auch wieder Outrace machen, weil uns, ich habe nicht die Lust, jetzt jedes Mal hier hochzufahren. Das ist mal ganz cool, das sieht mal ganz hübsch aus, aber es frisst auch unheimlich Zeit. Wir müssen danach auch noch die Geländewagenrennen machen, ne? Dann muss ich auch noch ein bisschen, muss ich ein bisschen auftunen. Hübsch machen tue ich den jetzt nicht, aber damit ich euch auch mal zeige. Wow, was Besseres konnte ja gar nicht passieren. Du bist in der nächsten Produktion. Na, gefällt dir das? Keine Villa. Genau, sehr gut. Sehr schön, dann können wir uns jetzt so einen Typen vornehmen. Meine Rätsel ist zwar auch hier unten, aber das ist ja schon wieder Stadtnähe, ne? Also dann gut, da hinten noch ein bisschen außerhalb, aber nicht da ganz oben zumindest. Alles andere ist ja auch okay. Also ist ja nicht schlimm, wenn das ein bisschen außerhalb ist. Nur, die müsste ich dann gleich fahren, wenn ich da runter. Dann müsste ich mich verdunkeln. Ah, zu spät. Hey Alter, wir stellen dir schon mal einen Abschleppwagen. Ich zerleg dich nämlich gleich. Wow. Aha. Alter, wenn ich für jeden blöden Sport, den ich hier im Kopf bekomme, einen Euro kriegen würde, ne? Aber ich müsste keine Rennen fahren, um Geld zu verdienen. Ich würde wirklich in Geld schwimmen. Oh Gott, aua. Idiot. Da müssen wir noch gut genug aufgehalten. Ah, fuck. Muss hier weg. Ah, lange ich hier in diesem beschissenen. Ding bin, komme ich hier nicht weg, das ist das Problem. Aber hier geht es Richtung Stadt, ne? Ja. Da oben hat es dann angefangen, müsste es hier müsste eigentlich Richtung Stadt gehen. Oh Gott. Glück gehabt. Ah, ja. Danke, danke. Oh. Ja, toll. Scheiß Taxi. Ja. Die scheiß Taxifahrer hier ausstehen, ne? Widerlich. Kommt doch nicht richtig lang vorbei.
Oh, dann noch einer. Ja, gut, die ging jetzt ja, aber gut, das ist ja okay. Wir werden dann vorbeifahren, aber eben. Ja gut, ich bin in der Stadt, ne? Kann das sein? Ja. Ah, ja, 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 natürlich, wie viel gibt's denn von diesen Mistviechern, Alter? Ohne Witz, nur an einer Tour stehen sie dir blöd im Weg. So was von Scheiße. Jetzt komm. Jetzt halt wird man eine Relle. Ja, endlich. Hey Junge, hast mich ganz schön platt gemacht. Fettes Rennen. Ja, danke. Sehr gut. Okay, was gibt's hier? Oh, da wird ein Laden. Was ist das? Shop, Spezialteile. Gucken wir mal rein. Mensch, manchmal ist das halt echt frustrierend. Verpasst deinem Auto mit optischem Tuning und einer besseren Hi-Fi-Anlage einen eigenen Style und sorgt beim Rennen für neidische Blicke. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ey, jetzt machen wir echt irre, ne? Ja, ist jetzt die Kaufi-Lieder-Dinger? Nee, ne? Doch. Ja, müsste ich ja nicht. Warte mal, hat er jetzt die Kauf? Ich glaube ja. Ist gekauft. Sehr schön. Gut, Leute. Dann, ja. Dann, haben wir noch verrennen. Verrennt haben wir noch. Ja. So, oh, mal, wir haben bald über 50.000, ist schon sehr gut. Sehr, sehr schön. Ich habe glaube ich alle Läden, ne? Ja, hatte ich ja. Oh, ich war auch noch mehr. Was ist das denn hier von drin? Judex. Kann ich auch kurz machen. Das kann ich doch mal ganz kurz machen. Gebt ja auch wieder ein bisschen Kohle. Idiot. Sehr gut. Warte, eine Sekunde, eine Runde. Ach du, das ist ja ein schnelles Ding hier. Ja, ein Witz hier, ein schnelles Rennen, das ist schon mal sehr schön. Ich hoffe auch wirklich, dass wir das Auto jetzt behalten können, ne? Ich hoffe es wirklich, dass wir das Auto jetzt einfach straight, aber ich glaube ja. Ich glaube, jetzt sollten wir noch mal einen so umtunen müssen. Ich glaube, wenn wir den jetzt hier noch ein bisschen ein paar Upgrades freischalten können. Ich glaube, da sind wir schon gut dabei. Hoffe ich. Weil ich habe irgendwie, ehrlich gesagt, wenig Lust, nochmal ein Auto zu kaufen und nochmal zu tun. Aber wenn das ein letzter wäre, wäre das echt schön, weil ich ziehe nur Stufe 4. Mal gucken. Und 5, okay, ja, 2, 3 Stufen. Ja, mal gucken. Vielleicht.
Das geht ein Wunsch in Erfüllung. Es wäre ja auch kein Problem. Das ist irgendwie schön, wenn man ein Auto hat. Das gefällt mir auch wirklich. Das gefällt mir. Dann fahre ich wirklich gerne. Dann den Audi. Nice. Sehr schön. Erledigt das Rennen. Nochmal 27.000 Bar auf die Hand. 27.000 insgesamt. Gut, guck mal, was ist hier? Hey Bürschchen, hast du Lust auf einen Sprint mit den großen Jungs? Brauchst du ein bisschen Kies? Na, wie sieht's aus? Natürlich. Mach mal. Geh mal aus dem Weg. Danke. Nervst mich. Naja, ich hab nie gesehen, der Mensch bin, ne? Ups. Oh, da überstanden. Scheiße. Ach, wie ist das denn gemacht? Ich hole euch trotzdem noch immer kurz Zeit. So, ich hole euch. Ah ja. Und bist gegen geballert? Nervt mich mal nicht. Sind die Löffel. Sehr schön. Okay. Oh Gott. Man kann das Auto ja auch mit nur einem Auto durchspielen. Okay, das wäre jetzt ein bisschen hart gewesen. Deswegen könnte ich mir. Was war denn das jetzt? Ach Gott. Deswegen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass der Audi reicht tatsächlich für das komplette Let's Play jetzt und dann die Geländewagen dazu. Nice! Sag ich doch. Ich krieg euch noch rechtzeitig. Neues Fahrwerk. Tuning. Ich glaube, das würde ich tatsächlich einmal ganz gerne holen. Also wenn du mir ein Tuning anbietest, ein Auto-Tuning, dann hole ich mir das kurz. Wie viel ich schon freigeschaltet habe. Alter, was ist du Stück Scheiße? Fahr mal nicht alle, danke. Ja, wenn ich hören will, muss ich fühlen. Hey, nur langweilt. Hey, tausch deine Serienteile gegen Nachrüstparts aus, um deinem Rüste auf, indem du das Seriensteuergerät. Im Antriebsstrang verlierst du die meiste Power. Ich baue dir ein härteres Fahrwerk ein und deine Karre liegt. Nitro ist das Glycerin der Rennsport. Gute Reifen entscheiden über das Fahrverhalten. Wer schnell fährt, muss auch gut bremsen können.
Bau die, setz dein Auto auf Diät. Weniger, verbessere die Motorleistung durch den Einbau eines Turbo-Kits. Individual, warte mal. Noch besser. Aber schlechter als das vorherige, ne? Der natürlich nicht. Ah, sehr gut. Spiel hat sogar Bescheid, wenn ich was Schlechteres kaufe, als was ich hab. Praktisch. Ah, okay. Nice.